Hallo und herzlich willkommen zur FIMO-Kampagne von Städtler. 8 Wochen lang werden wir tolle Projekte mit FIMO machen. Mein Name ist Becky Lemmon und ich bin FIMO-Künstlerin aus Hamburg. Und heute darf ich euch das Projekt Nummer 1 vorstellen mit dem Thema Tangram. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen und natürlich beim selber kreativ werden. Wir basteln heute diese Glasuntersetzer in Tangram-Muster, die ihr gleichzeitig auch als Partyspiel nutzen könnt. Tangram ist ursprünglich ein chinesisches Legespiel und es besteht aus 7 geometrischen Formen, die so zusammengesetzt werden sollen, dass sie sich nicht überschneiden und hinterher verschiedene Formen ergeben. Wir starten mit der Tangram-Vorlage, die bekommt ihr überall im Internet, und drucken die uns auf 12x12 cm aus und anschließend wird sie einfach nur noch ausgeschnitten. Nun benötigen wir FIMO Soft Pfefferminz, Delfingrau, die FIMO Schneidmesser und den Acrylroller. Wir beginnen mit dem hellen FIMO und kneten eine der beiden Hälften so lange in den Händen weich, bis wir eine große runde Kugel haben, und diese drücken wir auf dem Backpapier dann platt. Wir machen mit dem Acrylroller das FIMO ca. 5 mm dick aus. Als kleiner Tipp, wenn ihr Eisstiele neben das FIMO legt und damit drüber rollt, dann bekommt ihr immer eine gleichmäßige Dicke. Und nun legen wir die Form einmal drauf und drücken sie ganz vorsichtig an. Auf dem etwas feuchten FIMO bleibt es ganz gut kleben. Und dann fangen wir an, mit dem Messer vorsichtig die Seiten zu schneiden. Seid dabei sehr behutsam und bedacht, denn das Messer ist sehr, sehr scharf. Lasst euch da in Ruhe Zeit, um auch saubere Kanten zu bekommen. Machen wir auch nochmal mit dem Pfefferminz und schneiden uns vorsichtig unsere Form aus. Um Schmutz und Verfärbung zu vermeiden, starte ich immer mit der helleren FIMO-Farbe und arbeite mich dann von hell nach dunkel. Und wenn ihr damit fertig seid, habt ihr anschließend eure 7 gleichmäßigen Tangramstücke. Ich habe hier 3 graue und 4 minzfarbene. Von vornherein alles auf dem Backpapier macht und es nicht noch einmal hochhebt, kann es euch nicht kaputt gehen, also nehmt das Backpapier und legt es so aufs Backblech. Dann backen wir es im Ofen auf mittlere Schiene. Ihr könnt dazu ein Ofenthermometer zu Hilfe nehmen. Bei Ober- und Unterhitze 110 Grad 30 Minuten. Weitere Verarbeitung brauchen wir FIMO Glanzlack, einen Pinsel, ein Cuttermesser, Korkplatte in Stärke 3 mm, ein Lineal und Sekundenkleber. Mit dem Auskühlen könnt ihr mit den FIMO Schleifschwämmen eventuell Dreck und Unebenheiten noch einmal wegschleifen. Diesen tragen wir noch eine sehr dünne Schicht FIMO Glanzlack auf und lassen ihn 20 Minuten durchtrocknen. Das hält unsere Oberflächen von weiterem Schmutz und Einflüssen geschützt. Zum Schluss streichen wir die Rückseite unserer Tangramstücke noch mit dem Sekundenkleber ein und kleben ihn auf den Kork fest. Das drücken wir noch ein paar Sekunden fest an und dann können wir mit dem Cutter auch schon alles ausschneiden. Arbeitet auch hier wieder mit dem scharfen Messer mit Ruhe und Bedacht. Damit sind wir auch schon fertig. Wenn alles gut durchgetrocknet ist, können wir anfangen, unsere Figuren zu legen. Dies ist nun das ganz einfache Tangram-Quadrat. Ihr könnt im Internet ganz viele verschiedene Vorlagen dazu finden und dann einfach fleißig drauf loslegen. Dann habt ihr bei der nächsten Party nicht nur schöne Glasuntersetzer, sondern auch gleichzeitig ein lustiges Spiel. Ihr könnt nämlich dann einfach Begriffe aufschreiben und eure Freunde müssen raten, was ihr legt. Wenn die Anleitung euch gefallen hat, schaut im Internet noch weiter unter den Hashtags MyFIMO und MyStädtler nach weiteren kreativen Ideen Ausschau. Wir sehen uns im nächsten Projekt, wenn ihr mögt. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Becky. Tschüss.